Guten Abend, liebe Schäfchen. Wir hören die Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Aber zuerst zeige ich euch mal die schönen Rosen. Es wird Herbst, aber trotzdem gibt es noch solche wunderschönen Rosen. Ja, die sieht man ja nicht gleich so auf dem Video, deshalb müsste ich es euch mal zeigen. So. Brüder, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Von Unzucht aber und Schamlosigkeit jeder Art oder von Habgier soll bei euch, wie es sich für Heilige gehört, nicht einmal die Rede sein. Auch Sittenlosigkeit und albernes oder zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht für euch, sondern Dankbarkeit. Denn das sollt ihr wissen, kein unzüchtiger, schamloser oder habgieriger Mensch, das heißt kein Götzendiener, erhält ein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Niemand täusche euch mit leeren Worten. All das zieht auf die Ungehorsamen den Zorn Gottes herab. Habt darum nichts mit ihnen gemein, denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden, lebt als Kinder des Lichts. Apostel Paulus spricht in diesem Evangelium. Er selbst war ein Sünder und durch die Gnade Gottes fand er zum Glauben. Wir dürfen uns ebenso zu Gott hinwenden und sagen: Verzeih mir, barmherziger Gott. Bitte gib mir die Kraft und die Worte, damit ich dir alles sagen kann, was mich bewegt. Hilf mir zu glauben, dass du mich hörst. Einen ruhigen und gesegneten Abend wünsche ich euch allen.